R-E-W-I-N-S-I-D-E. Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Folge von Craft Attack mit dem lieben Kevin. Was geht? Hallöchen. Alter. Kevin, du geile Sau. Danke für den ganzen Cleanstone, Dicker. Dankeschön. Kein Problem. Danke. Alter, was danke. Ist das denn hier? Junge, Kevin, das wird meine kranke Batcave, Alter. Und ich hab mich heute rübergeholt, weil du. Alter, da unten steht ein Turm. Der sieht ja mega nice aus. Was für ein Turm? Warte mal, Revi, ganz was kurz. Was für ein Turm, warte. Warte, bevor du hochgehst. Ja. Jetzt mal ganz ehrlich, kann es sein, dass das Wort Turm in Zusammenhang mit Craft Attack schwere was für ein Turm? Was für ein Turm? Ein Leuchtturm. Oh Gott. Ja. Ich glaube, dass das Wort Turm in Zusammenhang mit Craft Attack schwere psychische Schäden angerichtet hat. Wie sieht der denn aus, Alter? Ja, ist okay, ne? Wer hat den gebaut? Mo oder sowas? Junge, sowas ist scheiße. Den muss ich mir von meinem Haus wieder aus angucken, Alter. Weißt du? Der weiß nicht mal, wie man einen vernünftigen Kreis in Minecraft baut, der Affe. Er hat's versucht, aber mehr ist dabei nicht rumgekommen. Ja, Kevin, pass mal auf. Wir beide haben jetzt folgende Aufgabe hier, ja? Der Berg ist nicht breit genug. Und jetzt muss ich den Berg künstlich verbreitern, damit hier alles in meine Batcave reinpasst, in der du ja später auch wohnen sollst, Kevin. Weil du hast ja nicht nur den Batman-Skin, sondern du bist ja auch ein bisschen Batman. Du bist der reiche Typ ohne Eltern, oder? Ja, genau. Ja, ja. Nur, dass ich nicht reich bin. Aber du hast keine Eltern, Kevin, immerhin. Also, aus diesem Grund würde ich sagen, gehen wir da einfach mal hin, Kevin, und verbreitern jetzt einfach mal gemeinsam hier ein bisschen den Berg, sodass es ein bisschen realistischer aussieht. Denn wir müssen auf jeden Fall eine Menge hier reinbekommen, Kevin. Hier kommt das ganze Labor und alles rein, ja. Hier kommt ein kompletter Wohnraum und so weiter und so fort rein, Leute. Wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, der liebe Gamers Time wird wahrscheinlich zeitweise bei uns einziehen, Leute. Damit wir mal zusammenlegen hier ein wenig, denn wir sind ja so getrennt voneinander. Das macht auf jeden Fall, glaube ich, an dieser Stelle ein wenig Sinn. Wie gesagt, wir können nicht zu sehr verbreitern, weil es sonst ein bisschen scheiße aussieht. Aber ich glaube, ein Stück weit ist auf jeden Fall drin, wie gesagt. Willst du die Höhle auch noch so ein bisschen ausheben hier weiter? Ja, die muss auf jeden Fall nach unten noch tiefer und sowas. Also es muss auf jeden Fall eine richtige... Also hier willst du nach unten buddeln noch? Ja, es muss auf jeden Fall eine richtig geile Höhle sein. Ja, okay, dann nutze ich meine Mega-Spitzhacke, meine Batman-Spitzhacke dazu, um dir hier zu helfen damit, weil verbreitern mache ich nicht, das kann ich nicht so gut. Nice. Ja, Kevin, was geht bei dir sonst so? Was geht ab? Was gibt's Neues, Alter? Boah, bei mir ist alles soweit ganz gut, ne? Also, ich weiß ja gar nicht, wolltest du nicht irgendwas sagen? Ich glaube, irgendwas wolltest du wegen heute Abend, glaube ich, noch erzählen, ach, oder? Ach ja, Leute, bevor ich es vergesse, richtig, heute Abend, Early Boy hat ja versucht, Kevin und mich bei Petrit wirklich krank schlecht zu reden. Das kann man eigentlich so stehen lassen, oder Kevin? Das kann man fast ja, schon genau. So sagen. Und man muss dazu sagen, bevor die Leute jetzt sagen, hier, das ist ja voll hinterhältig, dass ich mich wieder auf die Seite von euch beiden schlage. Ich habe Revi meine ewige Treue geschworen. Ja. Also ich würde niemals was machen, was Revi schadet. Und das Ding ist, Leute, Early Boy, ganz ehrlich, hat hier versucht, bewusst, ja, Salz in die Wunde zu streuen, hat bewusst immer wieder Öl ins Feuer gegossen, nur damit wir weiterhin Stress haben, Leute. Und das werden wir einfach so nicht akzeptieren. Wir werden jetzt heute hingehen und gemeinsam erstmal Early Boy zeigen, dass wir auch untereinander eigentlich zusammenhalten können. Und ich denke mal, heute Abend gibt es dann ein wenig was zu klären, Leute, mit Early Boy. Rastet bitte nicht zu sehr wieder in den Kommentaren aus, Leute. Ich möchte nur, dass ihr wisst, dass es auf jeden Fall heute Abend ein wenig Action gibt. 19:30 geht der Stream wieder los, also schaut auf jeden Fall da mal rein, Leute. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr alle am Stisi seid. Es muss halt richtig, richtig nice aussehen, weil es muss halt richtig, richtig geil aussehen. Ja. Du bist Batman, Alter. Du musst halt hier vernünftig wohnen können, weißt du? Da müsste ich eigentlich noch so einen Batman-Heißluftballon irgendwo hier hinbauen. Ja, du kriegst noch ein Batman-Mobil und sowas. Hier soll ja noch alles rein, Alter, Kevin. Was, Junge? Eine Launchpad und sowas soll hier rein, wo man quasi mit der Elytra dann später irgendwann rausfliegen kann. Das wird die krankste Höhle der Welt, Alter. Oh nein! Kevin! Leute, ich hab mit 3 Herzen überlebt. Was? Ich bin von ganz oben runtergefallen. 3 Herzen. Alter, wenn ich hier runterfalle, guck mal, wie ich überlebe. Pass auf. 1, 2, 3 und... Ich mit 2,5. Respekt, Alter. Nice. Junge, aber wenn man von ganz... jetzt mal ehrlich, Federfall ist richtig OP geworden. Ja, ist richtig krank, Alter. Aber wenn man von ganz oben fällt, ist noch beschissener. Also wenn man von ganz oben fällt, dann ist vorbei, Bro. Ja, bei Petrit ist man auf jeden Fall safe tot. So, jetzt können wir nämlich hier einfach aussteigen, Leute. Dann kommt man nämlich hier in die Ecke rein. Jetzt genau, sehr geil, Alter. Ah, krass, okay. Das ist ganz nice, ne? Das ist ein Zufall gewesen. Aber wir müssen noch irgendwie so einen, hier, einen Alfred für mich suchen, ne? Den brauche ich ja noch. So einen geilen Butler, oder? Ja. Sollen wir dich einfach Herr Shakiri dafür nehmen? Könnten wir machen, Junge. Genau, das wird mein Butler dann. Oh, das wird Petrit auf jeden Fall nicht freuen, Leute. Wenn wir jetzt seinen Vater als Butler hier bestellen. Aber ich meine, letztendlich, dann hat er wenigstens einen Job, weißt du, Kevin? Ja. So, momentan ist Herr Shakiri noch arbeitslos und ich glaube, dass Petrit auch auf jeden Fall da sich für seinen Vater einsetzen wird, weil sein Vater hat halt momentan keine Arbeit. Und ich denke mal, das ist noch eine Sache, die Petrit dann auch einfach freuen wird. Ja, aber dann kann er ja froh sein, er kriegt ja hier einen Job beim nicht reichen Batman. Richtig, beim Penner-Batman, Alter. Der Batman, der nichts hat, Junge. Aber hey, Kevin, das kann man so nicht sagen. Du baust gerade schon ein ziemlich krasses Haus, Leute. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann checkt das auf jeden Fall mal aus. Ich möchte mich hier nochmal übrigens bedanken, Leute, dass ihr bei Kevin alle so zahlreich reingesappt habt, nachdem Kevin boah, Junge, das war übertriebenste Zerstörung, Alter. Überraschung bekommen hat. Also fettes Shoutout hier nochmal meine Community. Seid die Besten, meine Freunde, ihr wisst das. Ne? Wenn ihr die Besten seid, schaut ihr natürlich heute Abend das war so heftig. Ich habe im Stream so einen Counter gehabt, ne? Echt jetzt? Da haben schon Leute, ich habe so die YouTube-Live-Abos angezeigt. Aha. Leute haben schon gedacht, dass ich mich botte. Echt jetzt?
Ja, habe ich gesagt, Revi hat ein Video hochgeladen, wo der gesagt hat, die Leute sollen bei mir vorbeischauen. Da meinten die so, Junge, das ist doch nicht mehr normal, du wirst doch gebottet oder so. Oh shit, Leute, die Revi-Community mal wieder am Ausrasten. So muss das sein, Leute. Schmeckt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, Leute. So macht man das, so macht man das. So geht man mit guten Menschen um wie Kevin. Ja, wir müssen halt mal gucken, wie wir das hier tatsächlich höhlenmäßig machen, dass es halt auch irgendwie passt. Denn wenn wir jetzt natürlich da vorne, wo du jetzt runterbaust und ich hier gerade noch was dran baue, dann muss es natürlich auch alles passen. Aber ey, wir machen jetzt erstmal die Grundform, Leute, die ungefähre Grundform. Das hier kommt alles wieder weg. Und ich glaube, wenn ich das hier bis hier oben hin aufschließe, dann sollte das auch von der Größe her hinkommen. Und dann passt es auch soweit, ne? Kevin, und was eigentlich? Wir müssen auf jeden Fall, fällt mir gerade ein, musst du hier später so eine Elytra-Startplattform auf bauen. Auf jeden Fall, Digga. Ey, wir Berg. Werden hier so viel kranken Scheiß machen. Leute, diese Batman-Cave wird alles zerstören. Wir werden hier noch ein automatisches Lagersystem und Farmen und so weiter und so fort reinbauen. Der ganze Berg wird ja von uns ausgehöhlt werden. Das wird wirklich ziemlich, ziemlich crazy. Also ein riesiges Bauprojekt, Leute. Und da wir jetzt dann nach heute Abend endlich den ganzen Stress mal hinter uns lassen können, hoffentlich, ist es dann endlich mal so weit, dass wir hier mal ein bisschen Produktivität wieder zeigen können, Leute. Es muss ja mal hier vorangehen, Alter. Kann ja nicht so weitergehen hier, Leute. Ja, Mann. In letzter Zeit war das wirklich eine schwierige Phase, sag ich mal, die es hier zu bewältigen gab. Aber ich bin ehrlich, Leute, wir haben das gemeinsam gut geschafft. Patrick und ich sind jetzt wieder, glaube ich, d'accord miteinander, kann man so sagen. Ich denke mal, dass wir da jetzt erstmal keinen Grund haben, uns weiter hier anzubiefen und keinen Grund für weiteren Stress gibt. Und von daher müsste es eigentlich jetzt alles soweit geklärt sein. Zumindest hoffe ich das für ihn. Denn ihr wisst, Leute, wie Patrick ist. Der schlägt gerne mal im Gemüt um und es kann sein, dass der immer wieder austickt. Aber wenn er austickt, Leute, dann erinnern wir ihn nur ganz kurz daran. Patrick, denk daran, was geschehen ist. Möchtest du das Ganze nochmal wiederholt bekommen? Und ich glaube, dass Patrick da gerade kein Interesse hat, dass sowas nochmal bei ihm geschieht. Zumal halt so Leute wie Early Boy, der unberechenbare Psychopath, sowieso machen, was er will. Dem ist eigentlich eh alles egal. So, Leute, das sieht auf jeden Fall schon mal so ganz gut aus. Da können wir nämlich jetzt hier so, schaut mal hier, einfach so das Ganze schon mal abtragen, dass wir hier echt eine ziemlich geile Höhlenkonstruktion hinbekommen mit einem richtig schönen Wasserfall. Weißt schon, mit welchem Material du hier arbeiten willst in dieser Höhle? Erstmal, glaube ich, viel mit Cleanstone halt natürlich, damit es halt sehr natürlich aussieht. Und in der Höhle selber, weiß ich noch gar nicht, gar keine Deswegen Ahnung. Hast du die Silk-Touch-Spitzhacke auch so dringend gebraucht, ne? Ich habe keine. Ach, du hast mir eine gegeben, ne? Doch, ich hab dir eine gegeben, Junge, Nein, hast du nicht. Auf der Spickers, Unbaking, Fortune, Efficiency und Mending drauf. Du hast zwei Spitzhacken von mir bekommen, da waren zwei drinne. Ach nein, jetzt wirklich? Ja, da war noch eine drinne mit Silk Touch drauf und Mending und allem. Ach nein, auch Efficiency? Ja klar, Efficiency ja, geil, 4 Alter. War da drauf, also Och, 5 ja, geil, leider nicht, aber 4 Zeit, reicht ja schon. Die ganze Zeit die falsche benutzt hier, ich Trottel, Alter. Ja, gut, dass du mir sagst, Kevin, dann gehe ich dir mal ganz was holen, ne? Ja, hat deine Community ja geschrieben, die meinten so, du willst unbedingt eine Silk Touch Pickaxe, dann hab ich eine gemacht. Ja, das wäre tatsächlich angebracht gewesen an dieser Stelle, da mal drauf zu achten. Aber gut, Leute, kann man nichts ändern, dann gehen wir mal zu hoch und holen uns die. Oh, damn, Kevin, da ist das Baby. Nice one, Alter, wusste ich gar nicht. Ja, korrekt von dir, dankeschön, das spart mir ja, eine Menge kein Zeit. Problem. Aber sehr, sehr geil. Was ich mal ansprechen wollte, ne? Ja, hau raus. Revi, hast du dir schon mal überlegt, dass wir vielleicht mal drüber nachdenken sollten, ob wir uns unsere Städte so nicht zusammenlegen sollten? Ey, ich bin ehrlich, ich würde jeden gerne hier in Utopia willkommen heißen, weißt du, was ich meine? Also, sie können alle gerne hier rüberkommen, so ist es nicht. Okay. Also, ich weiß nicht, ich meine, das Ding ist, schau, Leute, ihr müsst jetzt auch mal ehrlich sein. Das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, den du mir gerade ansprichst, Kevin. Denn ihr müsst jetzt mal ehrlich sein, Leute. Wollt ihr, dass ich aus Utopia wegziehe und vielleicht in die andere Stadt gehe? Hier oben gibt es nochmal eine kleine Abstimmung. Falls nicht, dann schreibt mir in die Kommentare, wieso nicht und was vielleicht andere Lösungsvorschläge wären. Denn ich finde eigentlich, ist es ein bisschen schade, dass es sich jetzt so auseinandergelebt hat. Wir müssen ja mal ehrlich sein, Craft Hack ist immer noch gemeinsames Spielen und gemeinsames Bauen. Und das findet halt gerade nicht mehr so krass statt. Gut, daran sind wir Utopianer am meisten schuld, weil wir weggegangen sind. Was aber auch nie unsere Intention gewesen ist, zu sagen, wir kommen nicht zurück. Das haben wir anfangs auch gesagt. Wir haben anfangs gesagt, vielleicht kommen wir zurück. Vielleicht legen wir uns anfangs alle wieder zusammen. Ihr könnt jetzt einfach mal hier wieder komplett entscheiden, meine Freunde. Ihr kennt das. Meine Community sind die Besten. Die dürfen sich einfach mal ganz frei heraus entscheiden, wie ihr das findet, beziehungsweise was ihr davon einfach haltet. Würde mich einfach mal interessieren an der Stelle, Leute. Also gebt auf jeden Fall mal der Abstimmung eine Chance. Stimmt da einfach mal rein ab. Dann würde ich einfach mal schauen. Gucken wir mal, was dabei rauskommt, Kevin. Und dann könnten wir eventuell überlegen, wie wir das am besten angehen, weißt du? Ja. Das sieht schon mal ganz gut aus, Kevin. Ich glaube, wenn die Höhle richtig groß ist, Alter. Also die muss ja, wie gesagt, richtig, richtig riesig werden, Leute. Wir werden heute Abend auch auf jeden Fall krank in der Batcave weiterbauen. Das wird ein riesiges Bauprojekt, Alter. Ich sag's euch, Leute, dieses Haus, ne? Wenn das einmal komplett fertig ist, wie gesagt, das Haus obendrauf, wo schon alle sagen, oh, so geisteskrank, Revi, das ist Kunst, das gehört in ein Museum. Leute, chillt mal, wartet mal. Also ich finde das Haus, was du gebaut hast, wirklich richtig geil. Jetzt Dankeschön. Ist meine ehrliche Meinung. Korrekt. Also wenn du mein Haus ansiehst, dann siehst du halt, dass ich versuche auch immer sowas zu bauen, aber ich krieg das halt nicht ganz so gut hin. Ja, da kann man auf jeden Fall mal helfen, Kevin. Da komme ich auf jeden Fall mal rum, dann gebe ich dir mal ein paar Lehrstunden. Ja, ich finde so Häuser richtig geil, wo so Gärten auf dem Dach sind, weißt du, diese modernen. Ja. So was habe ich versucht bei mir zu bauen, aber ist halt ein
bisschen misslungen. Ja, muss ich mal gucken, komm, schau ich mir das mal an, vielleicht können wir da ein bisschen helfen, Leute. Anderes Thema, meine Freunde, wie gesagt, das ist noch lange nicht alles. Wartet mal bitte ab, was hier noch alles geplant ist. Ihr müsst einfach mal wirklich ein bisschen chillen und abwarten, Leute. Wenn ihr das seht, was ich hier noch alles machen möchte. Oh mein Gott, Leute, ihr kennt meinen Plan, und ihr wisst, wie verrückt ich bin. Ihr wisst, wie geisteskrank viel Zeit ich gerne da rein investiere, Leute. Das wird mit Abstand, glaube ich, eines der heftigsten Dinge, die ich jemals in Minecraft gebaut habe. Wenn dieser komplette Berg einmal ausgehöhlt ist, Leute, und ich meine dieser komplette Berg, ich meine nicht ein Stück, sondern ich meine den kompletten Berg, wir verbreitern den gerade sogar noch, Leute, dann wird in dem kompletten Berg eine eigene Stadt sein, mit eigenem Leben, mit der Batcave, mit unserem OP-Villager, wo wir Mending-Sachen kaufen, mit einem Equipment-Ding, wo wir einfach nur reingehen und full-equipped werden, mit den Farmen, dem Lagersystem und so weiter und so fort, Leute. Ihr denkt, Sparks Tower wird krass, das hier, meine Freunde, das wird krasser, Also, aber wie gesagt, es fehlt noch was richtig Krasses. Ja, was denn? Es fehlt ein Merch-Store von dir hier. Alter, wir müssen auf... Leute, Kevin, ohne Witz, richtig. Gut, dass Kevin das erwähnt, meine Freunde, denn am 2.12. kommt ja nochmal ein neuer Merch raus. Jetzt muss ich hier oben wieder Werbung einblenden, damit ich hier keine Anzeige von der Landesmedien erstellt bekomme, weil ich ja meine eigenen Sachen verkaufen will in meinen eigenen Videos. Am 2.12. kommt ein neuer Merch-Drop raus, meine Freunde. Das habe ich noch gar nicht in dem Video erwähnt. Wer mir auf Twitter folgt, hat das auf jeden Fall schon mitbekommen. Die Sachen sind strengst limitiert. Also ich würde auf jeden Fall am 2.12. immer weiter den Browser refreshen und dann reinkaufen, Leute. Die Sachen sehen extrem dope aus. Die ersten Fotos gibt es jetzt die Tage zu sehen. Und ja, in 3 Tagen ist es soweit. In 2 Tagen, in 4 Tagen, Leute. Schaut es da auf jeden Fall mal rein. Ich würde mich freuen. Kevin, ich würde sagen, wir sind am Ende dieser Folge. Leute, wenn es euch gefallen hat, smasht auf jeden Fall mal wieder den Like-Button aktiv nach oben, meine Freunde. Das war's von dieser wunderschönen Folge. Schaut auf jeden Fall beim Herrn Gamerstar mal wieder vorbei. Der Bio ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und wir sehen uns heute Abend um 19.30 Uhr dann beim Livestream, wenn wir die ganze Geschichte mit Early Boy mit ein wenig TNT bei ihm dann klären werden. In diesem Sinne, meine Freunde, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von der Umzugsgestaltung haltet. Sollen wir das machen, ja oder nein? Gebt mir gerne noch coolen Input für die ganzen Geschichten hier von der Batcave, Leute. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und das war's von dieser wunderschönen Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Wir sehen uns heute Abend um 19.30 Uhr beim Livestream. Ciao, ciao!